Moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Ja, es gilt, die letzten Rachen innerhalb dieser Station zu vernichten. Dafür müssen wir dieses Neutronenreinigungsprogramm aktivieren. Wird über das Mira-Terminal gesteuert. Verbindung wird hergestellt. Ich habe vollen Zugang zur Einrichtung und stehe Ihnen zur Verfügung. Ich brauche Informationen über die Neutronenreinigung. Die Neutronenreinigung ist ein Absicherungssystem innerhalb des Isolationsbereichs. Im Falle eines unwiederbringlichen Eindämmungsverlustes wird es eingesetzt, um die Situation zu klären. Was genau macht dieses Ding? Die Reinigung ist eine Neutronenexplosionswaffe. Zwei Einheiten spaltbarer Materialien werden zusammengeführt, um eine kritische Masse zu formen. Ein Großteil der Energie wird in Hochgeschwindigkeitsneutronen umgewandelt. Die radioaktive Strahlung tötet sofort jede uns bekannte Lebensform innerhalb von 500 Metern. Für einen Kroganer nur ein netter Nachmittag in der Sonne. Die Reinigung ist tödlich für alle bekannten Lebensformen. Halt die Klappe! Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist eine virtuelle Schnecke, die meine Fitness anzweifelt. Wie viele Rachni sind hier? Tut mir leid. Das Sensorennetzwerk ist zu beschädigt, um eine präzise Zählung durchführen zu können. Gibt es hier Überlebende? Lady Benesia, eine Vorstandssekretärin von Binhex, befindet sich auf dem Verwaltungsdeck. Im Laborgebäude gibt es kein anderes lebendes Crewmitglied mehr. Wie ist der Status der Einrichtung? Kontaminationsleck im Labortrakt Gamma. Das Neutronenreinigungssystem ist betriebsbereit, wurde aber noch nicht scharf geschaltet. Aktiviere die Neutronenreinigung. Das kann ich leider nicht, ohne einen entsprechenden Autorisierungscode. Sig Semper Tyrann. Dieser Code war nicht richtig. Bitte melden Sie sich umgehend beim Sicherheitsdienst zwecks Arrest und Verhör. Wer könnte diese Codes haben? Verwaltungsleiter Jaroslav Tartakovsky oder jeder andere Verantwortliche von Binhex. Ey, der war doch da eben. Bis zum letzten Part. Wir rücken weiter vor. Ich melde Sie ab, Commander. Will er mich verarschen? Warum hat er mir denn den Code nicht gleich gegeben? Meine Güte. Ich fühle mich gerade nicht so gut. Wie aktivieren wir die Reinigung? Die Sicherheitssteuerung ist in der Nähe. Sie müssen nur den Schlüssel einstecken. Dann gebe ich Mira den Befehl. Ah, war klar. Das ist schlecht. Dekontaminationskurs beschaffen. Guti. Okay, jetzt kann ich den Counter einleiten. Kann ich denn... Ich kann echt nicht zurück. Das ist sehr bedauerlich. Da meine ich. Ich bin auch schon wieder vergiftet. Ist das hier feierlich, ey. Online. Wie kann ich Ihnen helfen? Aktiviere die Neutronenreinigung. Das kann ich leider nicht, Alter, ohne einen entsprechenden Autorisierungscode. Der Code lautet 875-020-079. Code Omega, lokale Ausführung. Bestätigt. Code Omega wird in 120 Sekunden ausgeführt. Ich sollte mich verpissen, ne? Gegenmittel herstellen. Ja, gut, hast du. Alles klar. Such sich jetzt aber Kunden. Laufen Sie zum Aufzug. Okay. Leck mich am Arsch, ey. Das ist nicht cool. Ich habe keine Zeit für sowas. Mann.
die nicht weg. Oh, ist das behindert. Oh. Also was unglaublich assig ist, wenn man zu nah am Feind ist, schlägt man nur noch. Vorbei. Oh, ist das euer Ernst? Reden Sie, Benesia. Was plant Saren als nächstes? Oh, das cutte ich jetzt. So, da bin ich wieder. Neues Glück. Ich aktiviere die Neutronen. Das kann ich neuer Versuch. Nicht ohne einen entsprechenden Autorisierung. Der Code lautet. So, ab dafür. So. Und jetzt als erstes bekommt ihr das da. Ich hoffe, das schmeckt. Hauen gut rein, das ist das Problem. So. Ey, wie viele sind denn das? Soll ich jetzt wirklich einfach nur durchlaufen? Ich probiere es jetzt. Ich laufe jetzt einfach durch. Vielleicht auch keine gute Idee. Oh, Jesus. Gut. Muss ich echt alle töten oder soll ich wirklich einfach nur durchlaufen? Verbindung wird Schnauze. Hergestellt. Ich habe vollen Zugang. Aktiviere das die Neutronen. Das kann ich leider nicht. Ich habe den Code. Code. Laufen Sie zum Aufzug. Das Ding ist... Ey, die hauen so rein, das ist nicht mehr feierlich. Und das Ding ist, ich glaube, da kommen auch immer wieder neue. Wenn das jetzt nach ein paar Versuchen nicht klappt, dann muss ich mal schauen, ob ich irgendwas an meinen Modulen umstellen muss, beziehungsweise an meinen, ja, ihr wisst schon. Weil die hauen ja mit Säure und was weiß ich nur so um sich. Verbindung wird hergestellt. Ich habe vollen Zugang zur Einrichtung und stehe. Aktiviere die Neutronen. Das kann ich leider nicht ohne einen entsprechenden Autorisierung. So. Alter Vater, ey. Das ist doch. Auch down. Super, er ist gleich mal flöten gegangen. Ist dir das komplett egal so vom... Danke. Was machst du da? Hey, diese... Also diese KI ist ja echt... Ich muss da, glaube ich, durchlaufen. Das sieht mal, wie viele das auf der Karte sind. Ich laufe jetzt. Ich kann auch gern probieren, also die hitten mich ja sowas von. Ich kann natürlich auch gern probieren, wirklich erstmal links und rechts irgendwie alle wegzumoschen, aber ich habe das Gefühl, dass dann immer wieder neue auftauchen. Wir rücken weiter vor. Ich melde Sie ab, Commander. Du sollst... Online. Wie kann ich Ihnen helfen? Aktiviere die Neutronen. Das kann ich leider nicht, ohne einen... Der Code lautet... Thank you.
besessen. Jetzt ist, sind da... Sind da aber auch wieder welche. Okay, pass auf. Oh, nee, 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 nee. Lustig, ganz ehrlich. Ich sehe nichts, Mann. So, dann machen wir das jetzt anders. Gib mir Deckung. So, jetzt aber fix dadurch. Boah. Jesus, okay. Lässt tot im. So. Haben wir das. Was machen wir denn noch? So Pistole kann ich auch mal wieder so ein bisschen hochsetzen. Squad. Stase freigeschaltet. Kann ich auch nicht wieder. Okay. Tagebuch. Mission erfüllt. Okay. Meinen Kollegen geht's gar nicht so gut. Oder? Schaut's denn aus? Ihr holt euch langsam, okay. Eieiei. Das kann ja was werden. Aber hier sind wir richtig, ne? Das ist doch der Zug. Na, alla. Auf. Es sei denn, hier passiert gleich noch irgendwie ein Bullshit. Aber ich kann auch meine Waffe nicht ziehen. Dann sollte hier auch nichts passieren. Wenn es jetzt noch ein bisschen schneller gehen würde, dann... Ah, okay. Ei, 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 ei. Wie geht es jetzt weiter, Commander? Fliegen wir zum Mu-Portal? Das Mu-Portal ist mit dutzenden Systemen verbunden. Solange wir nicht genau wissen, wo Saren ist, verschwenden wir nur Zeit. Der Commander hat recht. Wir können nicht einfach blind loslegen. Wir brauchen noch weitere Informationen. Was ist mit Liara Zoni, die Tochter der Matriarchin? Ist sie nicht so eine Art Expertin auf dem Fachgebiet der Proteaner? Stimmt schon. Ihre Mutter hat für Saren gearbeitet. Und sie wahrscheinlich auch. Benesia hat uns am Ende geholfen. Vielleicht kann uns Liara auch helfen. Zumindest sollten wir versuchen, sie im Artemis-Tau-Cluster zu finden. Seit wann haben Sie hier etwas zu sagen? Hat unser Commander das Kommando abgegeben, als ich nicht aufgepasst habe? Wir arbeiten alle zusammen als Team hier, Williams. Sie versucht nur zu helfen. Tut mir leid, Commander. Wir sind hier fertig. Für den Augenblick alle wegtreten. Der Bericht über Noveria ist rausgegangen, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Können wir davon ausgehen, dass Ihr Bericht präzise ist, Commander? Sie haben Rachni auf Noveria vorgefunden? Sie haben die Königin davonkommen lassen. Haben Sie eigentlich irgendeine Vorstellung von den Konsequenzen? Wissen Sie, wie viele Generationen es dauern wird, bis Sie die Galaxie überrennen? Drei oder nein? Vier. Das ist kein Spaß, Commander. Die Rachni zählten zu den größten Bedrohungen, der die Galaxie jemals ausgesetzt war. Diese Königin ist anders. Sie versteht, warum ihr Volk das letzte Mal ausgelöscht werden musste.
Ich hoffe, dass Sie recht haben, Shepard. Wenn nicht, dann werden unsere Kinder den Preis dafür bezahlen. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht, Commander. Abtrünnig unvorbildlich. Ja, gut. ÖLG-Kommunikationslink. Ja, schöne Sache. Aber ich glaube, ich möchte erstmal... Nee, warte mal. Die Kommunikation in Echtzeit wird ermöglicht durch ein Netzwerk an Massenportal-Kommunikationsbarken, die eine Übertragung per Laser durchschleifen. Diese Kombarken werden ausgehend von jedem Massenportal in bestimmten Abständen angeordnet, aber die Kombarken stellen mehr als nur primitive Miniatur-Massenportale dar. Jede dieser Barken ist mit einer Partnerkomponente einer anderen Barke im Netzwerk verbunden. Damit wird zwischen ihnen ein Korridor mit reduzierter Masse gebildet. Durch diese Leitung senden Kommunikationslaser die Signale in ÜLG und ermöglichen praktisch eine Echtzeitkommunikation über das gesamte Netzwerk. Die Kommunikationslaser nutzen also die Massenportale, um die verschiedenen galaktischen Gebiete miteinander zu verbinden. Die einzige Verzögerung bei dieser Kommunikation ist die Lichtverzögerung zwischen dem Aussender oder dem Ziel und der nächsten Barke. Solange alle Komponenten sich im Bereich einer halben Lichtsekunde, also 150.000 Kilometer, von der Barke befinden, ist eine Echtzeitkommunikation technisch möglich. Da in den besiedelten Gebieten überall Barken unterhalten werden, genießen die Bewohner Kommunikation in Echtzeit. Bei Schiffen wird die Kommunikation nur verzögert, wenn sie sich außerhalb der frequentierten Routen und besiedelten Gebiete tief im Weltraum befinden, zum Beispiel bei den unbewohnten Gasgiganten. Im Kriegsfall gelten die Kombarken als Primärziel. Wenn das Netzwerk beschädigt ist, kann es Wochen oder sogar Jahre dauern, eine Nachricht über das überforderte System zu übermitteln. Wenn ein Barkennetzwerk von Feinden zerstört wurde oder noch gar nicht vorhanden ist, können Daten am schnellsten mit Hilfe von Express-Kurierschiffen oder unbemannten Datendrohnen übermittelt werden. Praktisch. Ausgeklügelt. Pfiffig. Ja. Gar nicht mal so abwegig. Wenn schon jemand Captain Anderson ablösen muss, dann jedenfalls Sie. Allerdings weiß ich nicht, ob mir die Außerirdischen auf dem Schiff so recht sind. Ich habe hier das Kommando, Presley. Es ist allein meine Entscheidung, Außerirdische an Bord zu nehmen. Jawohl, Sir. Verstanden, Sir. Ich möchte Ihre ehrliche Meinung hören, Presley. Ich möchte wissen, ob Sie Probleme mit den Außerirdischen haben. Das ist nicht das Problem, Commander. Die Menschen haben immer allein ihre Probleme gelöst. Saren hat eine unserer Kolonien angegriffen. Nur wir Menschen sollten ihn aufhalten. Wir brauchen die Hilfe anderer nicht. Es gibt Leute, die es für Schwäche halten, wenn man Hilfe annimmt. Aber das ist nur dumm und selbstgefällig. Egal wie stark man ist. Verbündete kann man immer gebrauchen. Kann schon sein. Wahrscheinlich folge ich noch den alten Denkmustern. Keine Sorge, Commander, es wird deswegen keine Probleme geben. Hoffe ich für dich. Wie sind Sie zu Ihrem Einsatz auf der Normandie gekommen? Ich habe mich gleich nach dem Studium um eine Stelle als Navigator bei der Allianz beworben. Genau wie mein Großvater. Das liegt wohl in der Familie. Meine erste Station war auf der Agincourt. Wir gehörten zu den ersten Verstärkungen, die nach dem skylianischen Angriff in Elysium eingetroffen sind. Diese Piraten hatten keine Chance gegen die Fregatte der Allianz. Aber dass die Kolonie überhaupt noch stand, war natürlich Ihr Verdienst, Commander. Das war einfach unglaublich, wie lange Sie durchgehalten haben. Wie sind Sie auf die Normandie gekommen? Nach Elysium bekam ich meine Beförderung zum Officer. Ich scheine auf die richtigen Leute Eindruck gemacht zu haben. Als der Captain die Crew zusammenstellte, hat er nach mir verlangt. Gute Arbeit. Weitermachen, Presley. Jawohl, Sir. Abtrünnig plus 2? Warum? Warum war das jetzt so? Okay. Ja, gut. Ist halt manchmal so, ne? Hitzelastmonitor. Moment. Codex. Die Dauer der Kämpfe. Die Länge und die Intensität von Kämpfen ist hauptsächlich von der Hitzeentwicklung abhängig. Durch das Abfeuern der Waffen, das Ausführen von Navigationsmanövern und den Einsatz der elektronischen Bordsysteme produzieren die Schiffe riesige Mengen Hitze. Während der Kämpfe produzieren die Kriegsschiffe mehr Hitze, als sie ableiten können. Die Hitze innerhalb des Schiffes kann so zu einer ernsten Gefahr für die Crew werden. Deswegen muss ein Kampfschiff den Kampf gewinnen oder sich rechtzeitig in ÜLG zurückziehen, bevor diese Hitze
bevor diese Hitzewerte tödlich werden. Nach einem ÜLG-Flug muss ein Schiff seinen Flug stoppen, alle nicht lebenswichtigen Systeme abschalten und die Hitzeabstrahlungssysteme aktivieren. Die Länge eines Kampfes ist abhängig von der Bauweise des Schiffes und dem Ort der Raumschlacht. Kämpfe in der tiefen Kälte des interstellaren Raumes können etwas länger dauern. Kämpfe in der Nähe eines Sterns dagegen sind nur von kurzer Dauer. Kämpfe um bewohnbare Welten, die sich normalerweise in der Nähe eines Sterns befinden, werden besonders wild geführt. Ja, ebenso logisch. Nochmal was? Wollt ihr mich verarschen? Hitzetechnologien. Warte mal. Okay. Eine der größten Herausforderungen für Kriegsschiffe ist die Abstrahlung der durch die Bordsysteme entstehenden Hitze. Wenn ein Schiff diese Überschusshitze nicht abgeben kann, läuft die Crew Gefahr, bei lebendigem Leib gegart zu werden. Im Vakuum lässt sich diese Hitze nur über Strahlung abgeben. Zivilschiffe setzen zu diesem Zweck große zerbrechliche Radiatorflügel ein, die sich nicht durch Panzerung schützen lassen. Kriegsschiffe dagegen verwenden DRA-Systeme, Diffuse Radiator Arrays, die aus Keramikpaneelen entlang der Schiffsaußenhülle bestehen. Über Thermosensoren werden deshalb die Schiffe in Streifenform wahrgenommen. Die genaue Anordnung dieser Paneele hängt von den Anforderungen der einzelnen Schiffe ab. Jedes Schiff zeigt ein anderes Installationsmuster. Bei älteren Schiffen erschienen die DRA-Paneele rot oder weiß glühend. Die von den Menschen Tigerstreifen oder Kriegsbemalung genannten glühenden DRA-Paneele zeigen sogar psychologische Wirkung auf Piraten und andere nicht-militärische Gegner. Die Einzelpaneele sind zwar nicht so effektiv wie die DRA-Flügel von Zivilschiffen, bieten aber den Vorteil, dass bei der Beschädigung eines Panels die Hitzeabgabe nur geringfügig eingeschränkt wird. In den meisten Fällen kann ein Schiff problemlos allein mit Hilfe des DRA-Systems reisen. Einsätze inmitten von Solarsystemen sind mitunter schon problematischer. Während eines Raumkampfes erzeugt ein Schiff riesige Mengen Hitze allein durch das Manövrieren und das Abfeuern von Waffen. Aus diesem Grund nutzen die Kriegsschiffe in Kampfsituationen sogenannte Tröpfchen-Hitzespeicher. Ein solches System besteht aus mit flüssigem Natrium oder Lithium gefüllten Tanks, die diese Hitze absorbieren können. Die mit Hilfe angereicherte Flüssigkeit wird dann als mikroskopisch feines Spray über den Bug des Schiffes in den Weltraum abgegeben. Das Spray wird dann am Heck des Schiffes aufgefangen und wieder ins System eingespeist. Dieses Speichersystem kann 10 bis 100 Mal mehr Hitze absorbieren als die DRA-Paneele. Die so vor dem Bug entstehenden Tröpfchenwolken ähneln dem Kielwasser eines Schiffes im Wasser. Die Tröpfchen werden in kurzen Schüben ausgegeben und erzeugen um das Schiff herum eine Spur, die jeder Bewegung des Schiffes folgt. Das ist ziemlich geil gemacht, das ist ziemlich pfiffig. Darauf muss man erstmal kommen. Ich meine, das ist ja... das ist ja auch in der Realität nicht anders. Diese technologischen Ansätze von früher, sogar was für Mittelalter und vielleicht sogar noch früher, diese werden heute noch nur in verfeinerter Form übernommen und vielleicht ein bisschen oder sehr abgeändert, aber das Grundprinzip bleibt gleich. Ich finde das schon sehr, sehr cool gemacht. Ich bin froh, dass Noveria hinter uns liegt. Ich weiß gar nicht, was übler war. Die Kälte oder diese Unternehmen? Man friert sich dort die Eier ab oder kriegt sie gleich als unfreiwillige Organspende abgeschnitten. Bei allem Respekt, Commander. Wie macht sich die Normandy? Ist sie so gut, wie alle sagten? Ich glaube, das hatten wir schon mal. Es gibt ein paar Schwierigkeiten mit der Trimmung. Ein gewöhnlicher Allianzpilot würde wohl echte Probleme mit dem Schiff bekommen. Ich muss gehen. Bis dann. Okay. Pass mal, Giffel. Draußen schauen. Boah, Leute. Das Marco wurde als Infanterie. Bei den Raumkämpfen kommt es vor allem auf Manövrierbarkeit an. Das Primärziel besteht darin, den Massenbeschleuniger am Bug auf die Breitseite des gegnerischen Raumschiffes auszurichten. Die Kämpfe finden zumeist als Zweikämpfe zwischen zwei Raumschiffen auf tausende Kilometer Entfernung statt. Allerdings gibt es im Verteidigungsbereich von Massenportalen auch Nahkämpfe auf Distanzen von nur wenigen Dutzend Kilometern. Die meisten Raumkämpfe sind kleinere Gefechte zwischen Patrouillenschiffen der Kreuzerklasse oder darunter. Schlachtschiffe und Transporter kommen nur bei groß angelegten Flottenkriegsmanövern zum Einsatz.
Die Raumkämpfe werden in aller Regel schnell entschieden und verbleiben meist folgenlos, weil der unterlegene Gegner sich normalerweise zurückzieht. Sobald ein Schiff auf ULG wechselt, kann der Kampf nicht fortgesetzt werden. Bei dieser Geschwindigkeit kann es von keinen Sensoren erfasst und von keinen Waffen getroffen werden. Die einzige Möglichkeit, einen Feind in einen Stellungskampf zu verwickeln, ist der Angriff auf ein stationäres und verteidigungswertes Ziel, wie eine Kolonie oder ein wichtiges Massenportal. Okay. Interessant. So, dann geht es jetzt nochmal runter. Mal schauen, was da unten noch so abgeht, ob es da irgendwas Neues gibt. Was haben wir denn hier noch? Ah, genau, mit dir kann ich auch nochmal labern. Brauchen Sie was, Commander? Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ist das eine offizielle Frage, Commander, oder ganz unter uns? Okay, sehen wir es offiziell als inoffiziell an. Haben Sie was auf dem Herzen? Ganz ehrlich, hier stimmt irgendwie alles nicht. Dieser Saren sucht überall nach einem Massenportal zum was weiß ich. Können wir keine Verstärkung beim Rat anfordern? Tut mir leid, Commander. Aber hier wird etwas auf dem Silbertablett geliefert, das ein gewisser jemand einfach nicht erkennt. Der Rat will nicht daran glauben, dass was nicht stimmt. Ich würde es menschliche Natur nennen, aber... Versteh schon. Ich denke nur, dass eine Gruppe, die so lange zusammen ist wie der Rat, das hätte kommen sehen sollen. Tut mir leid, wenn ich zu informell geworden bin. Das Protokoll wurde beim BAAT oft genug vernachlässigt. Erzählen Sie mir davon. Biotische Akklimatisierung und aktive Temperenz schaffte es nicht bis zur Schleuse. Für die Kids, die sie dorthin zerrten, war es das Lager Gehirnwäsche. Tut mir leid. Zerren trifft es ja auch nicht. Wir wurden ermutigt, uns einer Einschätzung unserer Fähigkeiten zu unterziehen, damit ein Verständnis für Biotiken erlangt werden konnte. Es gibt schlimmere Ergebnisse von versehentlichem Ausgesetztsein von E-Zero im Mutterleib. Schlägt sogar die Hirntumore, mit denen einige der Kids aufgewachsen sind. Scheinbar waren sie eine Ausnahme. Wie viele haben es nicht geschafft? Von 100? Bei etwa 60 gab es keinerlei Effekt. 30 litten an Nebenwirkungen wie bösartigen Gehirntumoren. Die übrigen 10 zeigten gewisse Talente, mit Implantaten über sich hinauszuwachsen. Allerdings auch nicht immer permanent. Nicht wie die Tumore. Und dann war man schon auf Jump Zero. Wie soll ein Kind das verarbeiten? Eine Station am Rande des menschenbekannten Raumes. Jump Zero ist weit weg von der Heimat. Wie war das so? Der große Zugang zur Menschheit sieht auf Videos um Längen besser aus. Aber das ist mein Päckchen, das ich zu tragen habe, Commander. Alenko, es gibt keine Vorschrift, die besagt, dass Sie sich nicht mit Ihrem Commander anfreunden können. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich möchte nur nicht, dass Sie mich für einen Jammerer halten. Außerdem habe ich meine Vergangenheit in Ordnung gebracht. Biotiken, Ausbildung. Die biotischen Implantate und Verstärker allein bieten den Biotikern nur die Möglichkeit, kohärente Masseneffektfelder zu erzeugen. Ob und wie gut sie diese zustande bringen, ist von ihrer Ausbildung abhängig. Biotiker müssen lernen, ihr Nervensystem bewusst zu kontrollieren und gezielte elektrische Impulse an die Element Zero-Knoten in ihrem Nervensystem zu senden. Bei ihrer Ausbildung lernen die Biotiker ihre Implantate und Verstärker mit Hilfe von Bio-Feedback-Geräten und Minimo-Techniken, keine Ahnung, einzusetzen. Die einzelnen Fähigkeiten werden durch Gesten oder Muskelkontraktion ausgelöste Impulse an das entsprechende Nervenbahnsegment aktiviert. Das erste Unternehmen, das ein solches Biotik-Ausbildungsprogramm entwickelte, war Kinetics Industries mit dem Biotic Acclimation and Temperance Training Program, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Das BAAT-Programm lieferte zwar nicht die gewünschten Resultate, aber Teile dieser Techniken werden auch heute noch verwendet. Zurzeit beschäftigen sich viele menschliche Institutionen damit, neue biotische Superfähigkeiten zu entwickeln. Dies dient vor allem dem Ziel, den Truppen zu mehr Flexibilität zu verhelfen. Allerdings gibt es auch von der Öffentlichkeit verborgene agierende Gruppen, die auf skrupellose Weise versuchen, eine Art Übermensch zu erschaffen.
Ja, klar, so, sowas hast du immer. Ja, armer Shepherds Fach Alenko, der hat einiges durchmachen müssen. Raiko 4, Sanna. Moment. Alter Vater. Gib mal her das Ding. Was war das hier? 152. Das gibst du mir bitte auch. Präzisionsgewehr. Ist in Ordnung. Okay, lasse ich erstmal so. Sehr interessant. Ja gut, Leute, wir machen jetzt einen Cut und ich fasse allerdings nochmal davor zusammen, was wir jetzt genau machen müssen. Ich glaube, wir werden uns im nächsten Part mal so ein bisschen um die Aufträge kümmern und weniger um die Mission. Wir müssen zum Artemis Tau Cluster, nach Pheros müssen wir reisen. Ich würde aber, wie gesagt, gerne im nächsten Part die Aufträge weitermachen. Reisen zum Anteus-System im Hades Gamma-Klasse und finden sie raus, was mit dem Forschungsteam. Also genau, das werde ich mal so ein bisschen abarbeiten. Und die Keeper muss ich auch noch scannen. USD ausliefern. Mehr Mineralien finden. Insignien, vermisste Personen. Strenus-System. Ja, das machen wir dann alles im nächsten Part. Nicht alles, aber einiges davon werden wir auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei seid, wenn es wieder heißt Let's Play Mass Effect. Haut rein, bis dann und ciao.